Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Mein Name ist Jörg Scherer und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Und in der wollen wir uns die charttechnischen Perspektiven des Ölpreises genauer auf den Prüfstand stellen und im zweiten Schritt dann auch nochmal einen Blick auf die Longsess-Aktie werfen. Starten wir mit dem schwarzen Gold, und zwar WTI haben wir uns vorgeknöpft, und da staut sich möglicherweise derzeit einiges an Bewegungspotenzial auf. Das liegt zunächst einmal an zwei technischen Phänomenen. Einmal, wenn man sich den Monatschart anschaut, dann haben wir im September bisher relativ wenig an Kursveränderung gesehen. Lässt sich auch ablesen am kleinen Körper der Septemberkerze, wie sie im Moment zu Buche steht. Und das zweite Phänomen ist, dass sich die Septemberkerze vollständig innerhalb des Pendants des Vormonats vollzieht. Es entsteht also bisher zumindest ein sogenannter Inside Month, und aus beiden Phänomenen lässt sich eben ableiten, dass sich doch einiges an Bewegungspotenzial derzeit aufstaut. Langfristig betrachtet, und das zeigt der mitgebrachte Chart sehr schön, vollzieht der Ölpreis WTI zumindest langfristig gesehen, haben wir die Chance auf Ausprägung einer inversen Schulterkopf-Schulter-Formation, und um diesem Szenario Nachdruck zu verleihen, gilt es nun, den Korrekturtrend seit Juni zu überwinden. Verläuft bei 47,07. Abgeschlossen wäre die untere Umkehrformation zweifelsfrei erst dann, wenn wir die Hochpunkte zwischen 51 und 52 Dollar überwinden würden. Lohn der Mühen im Erfolgsfall allerdings die Tatsache, dass wir denken, die nächste wichtige horizontale Widerstandszone bei rund 60 Dollar pro Barrel dürfte dann nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen. Da aber dieses inverse Schulterkopf-Schulter-Muster noch keine ausgemachte Sache ist, gilt es auch die Unterseite nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Interessantes Niveau aus unserer Sicht in diesem Zusammenhang, das August-Tief, sprich 39,19. Das ist die Marke, die zukünftig nicht mehr unterschritten werden darf, denn ansonsten wären die Hoffnungen auf die Ausprägung dieser Schulterkopf-Schulter-Formation negiert und zu den Akten zu legen. Liebe Zuschauer, kommen wir wie versprochen im zweiten Schritt zur Longsess-Aktie und vom Ölpreis. Einerseits ist der Weg zu Longsess auf der anderen Seite, also einem klassischen Chemieunternehmen, ja auch nicht allzu weit. Wenn man sich die Performance-Zahlen anschaut, dann ist Longsess im bisherigen Jahresverlauf 2016 ein klarer Outperformer. Ja, der MDAX hat nur ein schmales Plus von 2,3% bisher realisieren können. Dagegen Longsess sticht deutlich hervor mit einem Zugewinn von gut 23%. Und aus charttechnischer Sicht dürfte sich dieser Trend durchaus fortsetzen. Wir haben nämlich eine ganze Menge an positiven Argumenten derzeit bei der Aktie vorliegen. Wir haben auf Wochenbasis in der abgelaufenen Woche einen sogenannten Morningstar ausgeprägt, und dieses positive Candlestick-Muster wurde zu Beginn der aktuellen Handelswoche mit einem Aufwärtsgap bestätigt, 49,17 zu 49,75, und das ist zukünftig auch eine sehr, sehr gute, eine markante Unterstützung. Was aber jetzt das eigentlich Spannende, das eigentlich Interessante an dieser Kurslücke ist, und das zeigt der mitgebrachte Chart sehr, sehr schön. Mit diesem Aufwärtsgap gelang es uns gleichzeitig einmal eine Schulterkopf-Schulter-Formation abzuschließen. Da ist also Longsess den einen Schritt weiter, den der Ölpreis noch hinterherhinkt. Und zum Zweiten konnte gleichzeitig der seit Februar 2013 bestehende Abwärtstrend zu den Akten gelegt werden. Bei gut 50 Euro verläuft er derzeit, sodass zwei sehr, sehr positive
Weichenstellungen folgten, die das positive Candlestick-Muster in Form dieses Morningstars bestätigen. Wenn man noch im zweiten Schritt auf die Indikatoren schaut, dann sticht der Trend folgende MACD hervor, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen, sprich auf Tages-, auf Wochen- und auf Monatsbasis derzeit freundlich zu interpretieren ist. Und das ist ein weiteres Fund, das uns eben davon ausgehen lässt, dass wir wirklich einen validen Ausbruch auf der Oberseite gesehen haben. Nächste Anlaufziele sind jetzt aus unserer Sicht die Hochpunkte aus den Jahren 2015 und 2014, 56,5 bzw. 56,75, sorry. Und wenn man das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der angesprochenen inversen Schulterkopf-Schulterformation heranzieht, dann lässt sich zumindest perspektivisch sogar ein Vorstoß in den Dunstkreis des bisherigen Allzeithochs der Aktie bei 69,99 rechtfertigen. Liebe Zuschauer, kein Trade, ohne das Risiko in den Griff zu kriegen. Ich habe es schon eingangs gesagt, die jüngste Kurslücke bei gut 49 Euro eine sehr, sehr markante Unterstützung. Und das wäre auch das Level, das prädestiniert ist, um neue Long-Engagements auf der Unterseite eben abzusichern, was im Umkehrschluss einhergeht mit einem sehr, sehr attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis. Liebe Zuschauer, das war es schon wieder für heute soweit. Viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Es würde uns freuen, wenn die Trading-Gelegenheiten, die wir Ihnen heute in Form des Ölpreises oder auch der Longsess-Aktie vorstellen könnten, nach Ihrem Geschmack waren. Und noch mehr würde es uns natürlich freuen, wenn Sie diese dann auch mit Produkten aus dem Hause der HSBC umsetzen würden. So viel für heute aus Düsseldorf. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche an dieser Stelle zu einer neuen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Tschüss.